Zurück am Grenzübergang Bad Reichenhall. Ein Mann aus Rumänien will in Deutschland ein Auto kaufen. Zeit für Andreas und Peter vom Zoll genauer hinzusehen. Wo geht die Reise hin? In Rosenheim. Rosenheim? Ja. Autokauf, oder? Ja. Wie viel Bargeld haben Sie dabei? Bitte? Wie viel Bargeld? Wie viel Bargeld? Ja. 1500. Sonst Zigaretten, Alkohol? Nichts. Mhm. Steigen Sie mal aus, bitte. Auch bei ihm wollen die Zöllner das Gepäck und den Innenraum kontrollieren. Außer Werkzeug scheint der Mann aber nichts dabei zu haben. Bis die beiden im Fond doch eine Entdeckung machen. Das ist ein Springmesser mit einer Klingenlänge von mehr wie 8,5 cm. Gell? Das ist ein verbotener Gegenstand in Deutschland. Die Klinge ist sogar 9,5 cm lang. Sie fällt eindeutig unter das Waffengesetz. Das ist in Deutschland verboten, gell? Ich habe gewusst, weil ich habe von ja. Das ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz in Deutschland. Das heißt, müssen wir Anzeige machen, ja. Ermittlungsverfahren einleiten. Sie sind beschuldigt in einem Strafverfahren, das heißt, Sie müssen nichts sagen, können was sagen. Haben Sie das verstanden soweit? Das ist okay. Und Sie können einen Anwalt anrufen, einen Rechtsanwalt anrufen. Und Sie können Beweismittelanträge stellen. Das ist die Belehrung, die ist in Deutschland vorgeschrieben. Haben Sie die soweit verstanden? Ja. Okay, gut. In Rumänien sind solche Messer legal. Der Mann hat es angeblich in einem ganz normalen Laden dort gekauft. In Deutschland wird es ihnen jetzt teuer zu stehen kommen. Man muss dann eine Sicherheit hinterlegen für die zu erwartende Strafe und Kosten. Man wird dann mit der Zollfahndung telefonieren und wir setzen dann die Sicherheit fest. Peter telefoniert sofort mit den Kollegen. Die Sicherheit soll 200 Euro betragen. Ärgerlich für den Mann aus Rumänien. Ich wusste nicht. Ich hab für Essen benutzt. Zum Schneiden Salami oder so. Aber das ist nicht das Mal. Ich fahre immer in Deutschland vor 5-6 Jahren. Nicht mit Messer, zum Auto zum Kaufen. Ich hätte keine Strafe bis jetzt. Und jetzt das ist nicht normal. Nicht normal sowas. Nicht korrekt. Und dieser Ärger führt gleich zum Äußersten. 200 Euro setzt der Staatsanwalt als Sicherheit fest. Die Summe richtet sich normalerweise nach dem Monatseinkommen. Doch dazu wollte der Mann keine Angaben machen. Aber ich habe mit meiner Anwalt gesprochen. Er hat gesagt, ich muss nicht zahlen. Ja, dann machen wir hier Stopp. Können wir auch machen. Sie müssen schon bezahlen. Der Anwalt soll anrufen hier. Soll ich anrufen, der Anwalt? Sag ich ihm das. Soll ich herkommen? Ja, der Anwalt muss also herkommen. Zwei Tage. Ja, dann warten Sie 2 Tage. Ich warte hier 2 Tage dann. Okay. Okay, gut. Also, schauen. Wir rufen jetzt Staatsanwaltschaft noch mehr an, gell? Es kann sein, dass Sie dann eingesperrt werden. Gell? Also, können Sie alle Schein schreiben und ja, dann ich nehme die Papiere, ich gebe zu. Dann soll der Anwalt mich anrufen. Ja, aber da Telefonnummer? Keine Diskussion. Telefonnummer, Anwalt soll mich anrufen. Ich bin in der Europäischen Union, ja, ich kenne ja, meine Rechte. Ist ja, kein Problem. Ja, das ist okay. Na, Sie soll. Hallo. Ja, Telefonnummer, Anwalt soll mich anrufen. Mein Anwalt, er spricht kein Deutsch. Spricht kein Deutsch, ja, schlecht. Dann warten wir. Ich rufe jetzt Staatsanwaltschaft an, dass Sie nicht zahlen wollen. Ja, okay. Na, ich will es zahlen, aber nicht mit Bargeld. Mein Anwalt hat gesagt, muss einen Schein machen. Dann müssen Sie zu Ihrem Anwalt sagen, dass ich Ihr Anwalt. Zahle. Passen Sie auf. Dann müssen Sie zu Ihrem Anwalt sagen, dass sich Ihr Anwalt nicht auskennt im deutschen Recht. Muss er deutsches Recht kennen. Ja? Ja, das können Sie ihm sagen. Andreas wird langsam sauer. Er zahlt nicht bar. Er möchte einen Schein haben, dass er bezahlen kann. Das gibt's aber nicht. Ja, also der hatte jetzt ja kein Einsehen, weil er offensichtlich mit einem Rechtsanwalt telefoniert hat und der hat ihm erklärt, dass er diese Sicherheit auch überweisen kann. Und das ist eben nicht der Fall, das ist nicht richtig, weil dann bräuchte ich ja keine Sicherheit. Wenn er es dann nämlich nicht überweist, was macht man dann? Dann ist er weg. Deshalb müssen Personen ohne festen Wohnsitz in Deutschland Sicherheitsleistungen bar bezahlen. Der Mann telefoniert wieder. Wenn er jetzt einmal, was weiß ich, eine Stunde oder 2 Stunden dasteht, macht er vielleicht noch ein paar Telefonate und dann zahlt er doch. Aber meistens dauert es gar nicht so lange. Da ruft er dann irgendwen an und auf einmal zahlt er doch unter Protest. Reine Erfahrungssache. Und nach einer Weile kommt der Mann zurück. Er hätte da noch eine Frage.
durchlesen. 200, ist so wie eine Garantie oder ist eine Strafe? Das ist jetzt eine Sicherheitsleistung, die die Staatsanwaltschaft angeordnet hat. Das heißt praktisch, Sie bekommen ja dann Post nach Rumänien und da steht dann drin, die 200 Euro ist ausreichend oder Sie müssen gerade 100 Euro bezahlen, dann bekommen Sie 100 Euro zurück. Oder das Gericht kann auch sagen, Sie müssen 1000 Euro bezahlen. Ist unwahrscheinlich, aber kann auch sein. Aber das entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet das Gericht in Deutschland. Und wo ich bekomme das Brief? Bei meiner Adresse? Adresse. Bekommen Sie Brief. Okay. Am Ende hat Andreas den Mann doch überzeugt, dass er bezahlen muss. Er unterschreibt die restlichen Dokumente, gibt das Messer ab und zahlt die Sicherheitsleistung von 200 Euro. Wiederschauen, gute Reise. Wenn er Glück hat, bekommt der Mann sein Geld zumindest teilweise wieder zurück. Das kommt allerdings auf sein Einkommen und sein Vorstrafenregister an.